Sudanesisch, Irakisch, Chinesisch, genau, Brasilianisch. Wir haben irgendwie nach was gesucht, was möglichst viele Leute verbindet und was, wo es halt spannende Erfahrungen gibt, die man von der ganzen Welt sozusagen verbinden kann. Und da passt Kochen einfach perfekt. Zuerst hallo und ich bin Ashraf. Ich komme aus dem Irak. Und heute mit meiner Freundin, wir kochen ein irakisches Essen. Und das ist Reis mit Nudeln und ein bisschen Kartoffel. Und auch es gibt es ein super für Wings, Hähnchenwings. Und glaube ich, wir möchten schon Zeit machen. Hallo, du hast die Vorspeise zubereitet, ja, ne? Ja, ja, ich habe chinesisch Vorspeise gekocht. Okay. Ja. Möchtest du kurz erklären, was das ist? Es ist Salat, vegetarisch Salat und es ist Hähnchensalat. Ja, so ist typisch chinesisch. Und es ist auch das ist ein bisschen scharf, scharf chinesisch, ja. Ich bin sehr gespannt, danke. Und wie lange macht ihr das schon insgesamt? Also Weitblick gibt es an der Uni Göttingen seit 2014. Und das Kochprojekt haben wir jetzt, glaube ich, so zum fünften Mal durchgeführt und machen das so alle paar Wochen. Und wenn jetzt noch Leute dazukommen, die auch Lust haben zu kochen, dann machen wir das auch gerne nochmal öfter. Genau, und das ist immer samstags hier im Nachbarschaftszentrum in Grone. Ja, wenn man mit vielen Leuten also Kontakt hat, dann kann man die Sprache schneller beherrschen oder... Also der Kontakt ist besser, so reden und so. Aber also ich bin hier zweimal hier gekommen mit dem Abendessen. Aber es hat mir gut gefallen, also mit den Leuten zu reden und zusammen kochen. Also hat schon gut geschmeckt. Ja, es war toll. Essen ist fertig. Das Projekt hat mir auch gefallen und ich habe das dreimal hier gekommen und ich habe mit vielen Leuten kennengelernt und habe ich auch Kontakt mit Leuten und das finde ich gut. يعني واحد بيجي لهون بيستفيد من اللغة الألمانية مع الأصدقاء الألمان بيصير حكي ويصير اندماج. Erklärt mal kurz, was Weitblick eigentlich ist. Genau, also wir sind eine Studierendeninitiative, die sich für einen gerechten Zugang zu Bildung einsetzt und das im Prinzip ziemlich weit gefasst. Und wir haben ganz verschiedene Projekte, verschiedene in Göttingen, also lokale, aber auch regionale oder überregionale und auch auf der ganzen Welt. Wir fördern zum Beispiel auch den Bau einer Uni in Benin, das gehört auch dazu. Genau, da haben wir zum Beispiel gerade einen Spendenlauf organisiert, wo auch viele teilgenommen haben und haben da im Uni-Baut-Uni-Projekt ein paar Gelder gesammelt. Oder was wir heute machen, gehört eben auch zu den Projekten, die wir lokal machen. Hier sind meine Freundinnen aus aller Welt. Und das ist ihre Namen. Zum Beispiel hier Mustafa. Mustafa. Ja, Mustafa. Ja, und Laura. Laura. Und auch, du könntest auch, ne? Mesa, Mesa. Meister. Das ist der Meister. Was ist denn Nigon? Ja. Einmal Mona. Und ein Euro für meinen Partner. Ein Euro für mich, vier für dich. Ja. Ja. Okay.
Und wer kann da alles mitmachen und wie kann man vor allem mitmachen? Also mitmachen kann erstmal jeder, man kann sich aber am besten vorher anmelden, sodass wir nicht auf einmal so viele Leute sind, dass wir hier nicht mehr reinpassen, aber jeder ist willkommen und kann dann einfach auf Facebook sich zum Beispiel informieren und dann eine Mail an uns schreiben und dann ist er angemeldet und oder sie und kann kommen.